Thema Cloud viel zu groß. Ich muss als Datenschützer eine ganze Menge Wasser in den Wein, der also jetzt hier schon ausgeschüttet worden ist, gießen, weil wir feststellen, dass zwar viel von Vertrauen gesprochen wird, aber nicht von Vertraulichkeit. Und die Konzepte für die Wahrung von Vertraulichkeit werden erst entwickelt. Also was wir hier erleben im Augenblick mit dem Hype bezüglich Cloud Computing, ist eine Operation am offenen Herzen. Das ist eine Art, jetzt Datenverarbeitung erstmal zu praktizieren und dann zu gucken, gibt es denn unter Umständen irgendwelche Probleme, gibt es irgendwelche Risiken. Und insofern denke ich, sollte man wirklich nicht nur auf die fachliche, sachliche Ebene, sondern auch vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten und zu gucken, wie kriegen wir tatsächlich die Probleme, die jetzt auch schon angesprochen worden sind, Datenschutz, Datensicherheit, Betriebsgeschäftsgeheimnisse. Wie schaffen wir es eben auch den Zugriff unter Umständen von Geheimdiensten, von ausländischen Regierungen und ähnliches zu regulieren zumindest, um es nicht zu sagen, zu verhindern. Und da ist bisher relativ wenig gemacht worden. Eurocloud ist ein Versuch, da ganz bestimmte Systeme reinzubekommen. Wenn DSI ein Handbuch oder ein Thesenpapier entwickelt, Eckpunktepapier entwickelt, wo ganz bestimmte Anforderungen formuliert werden, dann ist das sicher der richtige Weg. Aber das ist der Anfang des Weges. Während bei Cloud Computing scheint ja schon mittendrin zu sein. Und solange eben jetzt keine Skandale bekannt werden, ist das kein Problem. Für das Vertrauen, aber Vertraulichkeit ist nicht nur eine Frage des Bekanntwerdens von Problemen, sondern das Zugreifen auf fremde Daten. Und ich glaube, der Zugriff auf die fremden Daten wird derzeit noch praktiziert, verhindert durch Obscurity, das heißt also durch Nicht-Transparenz der Datenverarbeitung. Aber das wissen wir alle, Sicherheit und auch Vertraulichkeit kriegt man nur durch Transparenz, durch Transparency, und zwar für den jeweiligen Nutzer selbst oder für den Betroffenen hin. Und da sind wir noch sehr, sehr weit weg. Und da ist Zertifizierung sicher ein Weg, aber es muss dann auch transparente Zertifizierung sein. Also nicht nur das Zertifikat muss erkennbar sein, sondern wie man zu diesem Zertifikat gekommen ist und unter welchen Voraussetzungen dieses Zertifikat erteilt worden ist. Arne, das BSI hat ja jetzt gerade ein Eckpunktepapier vorgelegt. Ich glaube, das liegt ja auch vor, ist heute vorgestellt, heute veröffentlicht worden. Mich würde jetzt interessieren, wie schätzen Sie das ein? Ist tatsächlich da in den letzten Jahren, drehen wir das mal um, vielleicht auch was versäumt worden, weil die Auslagerung von IT-Dienstleistungen ist in der Tat nichts Neues. Also es nennt sich jetzt Cloud, klingt sehr gut, ist eine internationale Bewegung, aber Regularien muss es ja eigentlich, also gerade wenn es um Vertraulichkeit, Datenschutz etc. geht, schon längst geben, was eben zum Beispiel den Umgang mit sensiblen Kundendaten auf Fremden bzw. auf anderen Unternehmensservern angeben beispielsweise. Also beim Outsourcing haben wir die Problematik ja im Prinzip auch schon gehabt und der Kundenschutzbeauftragte hat das auch angesprochen. Ich glaube, das Problem muss man differenzierter sehen. Also die Frage nach Zertifizierung ist an sich gestellt, noch bevor wir dieses Papier Minimalanforderungen an Cloud Computing gestellt haben. Ich sehe nur die Gefahr, wenn man sagt, Zertifikate, dass sich eine Flut von Zertifikaten, Herr Hauptmann hat es ja auch erwähnt, sodass man nachher auch der Kunde, der potenzielle Nutzer, gar nicht mehr weiß, was er mit dem Zertifikat verbinden soll. Es sind viele Aspekte angesprochen. Es ist die Frage der Rechenzentrumssicherheit, die man ansprechen muss. Es ist die Frage auch der Netzsicherheit. Also, wer Cloud Computing, ich meine, die technischen Möglichkeiten sind durch Breitband gegeben, aber wenn der Service dann nicht mehr erreicht, wie jetzt jüngst bei Amazon, der hat ein erhebliches Problem. Es ist natürlich die Frage auch der Datensicherheit, es sind Kundendaten da und man will natürlich wissen, wo die Daten noch sind. Und da gebe ich ja weiter, war ich ja völlig recht. Ich meine, es gibt unterschiedliche Datenschutzgesetzgebungen und auch der Zugriff auf Daten ist entsprechend unterschiedlich geregelt. Insofern sagen ja viele auch, also Global Player, wir werden ein Zentrum in den USA anbieten, wir werden etwas in Europa anbieten, wir werden etwas in Fernost anbieten. Man muss mal sehen, ob das ausreicht. Und das Thema Verschlüsselung der Daten, also meines Erachtens ist es notwendig, ruhende Daten auch so zu sichern, dass selbst wenn man in Systeme einträgt, man die Daten dann nicht
auf die Daten dann nicht im klaren Lage zugreifen kann. Und ich will jetzt nicht alles Mögliche durchgehen, aber Notfallmanagement ist ein Punkt. Es zeigt sich an sich, wenn was passiert, dass, ich habe es gestern auch angesprochen, dass also die Reaktionen schon auch in der Kommunikationsstrategie in puncto Vertrauensbildung nicht sehr professionell wirken. Wenn man also erst nach einer Woche, nachdem man abgeschaltet hat, reagiert, das wirkt nicht sehr vertrauenserweckend. Dann auch die Kontrollmöglichkeit für Nutzer, hatte ich für einen wesentlichen Punkt. Und dann auch die Sicherheitsüberprüfung, Nachweis. Und ich stelle mir vor, dass man also mit einem solchen Papier als Diskussionsgrundlage einfach in einen Diskussionsprozess hineinkommt. Und die Verkehrssicherheit, da geht es zwar um Safety, macht es etwas vor, aber wir werden in der Sensibilisierung einfach Nutzer wie Anbieter erreichen müssen. Und wir werden durch einen Prozess dazu kommen müssen, dass sie Standards etablieren. Standards, ohne dass es jeder einzelne Nutzer oder Interessent weiß, aber Standards, denen er vertrauen kann und Standards, die auch überprüft werden können. Das wäre so die Wunschvorstellung, die ich hätte bei der Entwicklung Cloud Computing. Wir erleben ja zurzeit einen, kann man sagen, Einbruch in der IT-Welt, was das Vertrauen in die großen Firmen und überhaupt in ihre Fähigkeit, Daten sicher zu administrieren angeht. Sony hat jeder mitbekommen, Barracuda oder SecureID sind Firmen, die auch in den letzten Monaten gehackt wurden, wo man gedacht hat, das ist jetzt nicht Facebook, die besonders freizügig per se mit den Daten ihrer Nutzer umgehen, wo es dann zum Geschäftsmodell dazu gehört, sondern wo Sicherheit das große Thema ist. In der FAZ von gestern steht in einem ganz interessanten Artikel, in dem einem sehr schönen Bildchen, wo der Bart gleich aus dem PC springt, das Resümee über das Spiel der Hacker ist der Artikel überschrieben. Und Michael Speer, der Kollege, resümiert da, wenn Daten in digitaler Form vorliegen, ist die Möglichkeit des Missbrauchs immanent. Es gibt keine technischen Verfahren, die eine vollständige Sicherheit zum Schutz vor unbefugtem Zugriff bieten. Die bisherigen Vorstellungen einer fortwährenden Steigerung von Sicherheit führen in die Irre. Und es wird Zeit, diese Gedanken zu verabschieden und über hinnehmbare Unsicherheiten zu reden. Wenn jetzt so ein Mittelständler, Herr Weichert, zu Ihnen kommt und sagt, naja, also Finanzdruck haben wir alle, das ist klar, dann müssen Sie ja im Grunde sagen, naja, Sie müssen halt die Risiken abwägen, wie groß ist der Finanzdruck und welche Sicherheitslücken können Sie vor dem Hintergrund akzeptieren. Kann sich dann eine aufstrebende Technologie, eine, die sich weltweit durchsetzen will, diese Ehrlichkeit überhaupt leisten, dass man sagt, also hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber es spart immerhin. Also natürlich, eine gewisse Unsicherheit muss man akzeptieren, in jedem Fall, aber man muss sehen, was dann an hinnehmbarer Unsicherheit noch akzeptiert wird. In der Atomtechnologie haben wir die Diskussion, die haben wir seit 30 Jahren, und so langsam wird es dann klar, dass das, was wir über 30 Jahre als hinnehmbare Unsicherheit akzeptiert haben, dass das nicht akzeptabel ist. Und genau das Gleiche müssen wir natürlich auch beim Cloud Computing diskutieren. Ist es wirklich hinnehmbar für einen User, für ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, dass es nicht weiß, wo auf der Welt seine Daten verarbeitet werden? Ob vielleicht in China, ob vielleicht in Australien, ob vielleicht in Südamerika? Natürlich nicht. Also das ist nicht hinnehmbar. Und da gibt es auch nicht nur technische Möglichkeiten, da gibt es auch organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen, die beachtet werden können und die auch beachtet werden können müssen. Und das muss man durchsetzen. Genauso wie in der Atomtechnologie ganz bestimmte Anforderungen gestellt werden können, so lässt sich das im IT-Bereich auch. Und da sehen wir derzeit noch